ist egal. Ich sag moin moin, liebe Leute, herzlich willkommen, sehr gegrüßt, neue Runde vom Kebab-Chef bei Sorgen Simulator mit Mitarbeitern, moin. Moin, Tellerwäscher. Ja, sah jetzt sogar aus, wenn der Helfer hier Hallo gesagt hat. So, die Schockerperse im Backofen, die erste Ladung. Ich habe hier noch deutlich mehr vorproduziert, aber wir können dann eigentlich auch gleich den Tag. Oh nein, jetzt habe ich Kuchenboden gemacht. Na toll. Das war wieder ganz schlau. Man kann es nachträglich ändern noch, ne? Na, kriegst du nicht wieder zurück in die Schüssel? Dieses eine Stück nicht. Das kannst du wegschmeißen. Aber der Rest in der Schüssel ist jetzt. Stück ab her. Da musst du mal vielleicht auf YouTube gucken. Da gibt es ja auch immer welche, die das schon gemacht haben. Die das gemacht haben, das hilft vielleicht. Oh, das sieht aber lecker aus hier. Das ist das Zeug. Auf Teller übertragen, servieren. Da steht nicht, dass ich vollständig im Kühlschrank abkühlen lassen. Ich muss es leider noch mal kurz kühl stellen. Das sieht irgendwie aus wie so ein Zimtschnecken, ne? Ein kleiner irgendwie so ein bisschen. Finger weg. Ja, ich gucke ja nur die Tür so noch zu. So. Und vier Stück davon wollen wir hier auf den Teller rauf und dann kann das serviert werden. Und dann so darauf, dass es vollständig ausgekühlt ist. Und sehen noch Dampf des Zeugs. Guck mal, bei Google steht, dass das eine türkische Delikatesse ist. Das hier ist Sugar Bear Dings, ja. Ja. Krass, wie viel. Das ist aber auch ein super billiges Rezept eigentlich. Es ist super einfach. Du nimmst nur Mehl, Hefe, Zucker, Haselnuss, jeweils eine Packung, schmeißt es zusammen. Rührst das, machst das hier auf das Backblech, backen fertig. Das kühlt nicht ab. Muss ich das in den anderen Kühlschrank tun? Das dauert. Das ist vor ein paar Mal denkst du auch so gewesen. Das dauert echt lange. Ich glaube, jetzt dampft das nicht mehr. Ja, das muss aber durch. Wenn du das draufhältst, muss das sehr kühl anzeigen, ne? Also blau. Ja, und das hat er bis eben als gedampft. Ich muss das jetzt gleich wieder mal rausnehmen aus dem Kühlschrank rennen. So wie bei meinen Croissants muss das aussehen und bei meinem Rätsel so dieses Zeichen muss es sein. Ich glaube, es ist noch zu warm. Da ist noch eine Stufe davor. Dann warten wir es noch kurz ab. Ich soll immer nicht so viele vorbereiten, aber du. Das sind zwei Portionen. Ich weiß gar nicht, wohin das Ganze soll. Das sind zwei Schüsseln voll gewesen. Wo machst du denn so viel? Zwei Schüsseln. Ja, mach immer eigentlich. So viel? Mach eigentlich immer zwei Schüsseln. Was hast du wieder gemacht? Hier hast du nur einen halben oder was? Ach nee, das umgedreht. Ich weiß gar nicht, diese Schüsseln haben gar kein Ende. Wie billig die Zutaten sind, wie viel Umsatz man damit macht, ist ja unglaublich. Das sollen nur vier Stück auf einen Teller gleich. Hier sind ja auch noch welche drin. So, auch Buggy. Überleg mal, aus einer ganzen Schale Götterspeise mache ich nur zwei Puddings. Aus einer Schale werden zwei Puddings. Also ich brauche zwei, deswegen habe ich immer zwei gemacht, weil zwei Schalen sind vier Puddings. So, da ist jetzt endlich durch. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein bisschen mehr zusammenlegen muss. Also dass jetzt auch mal gleich leer wird hier. Das hier, oh. Die Quelle ist jetzt ist aber abgekühlt hier, oder? Ja, jetzt ist kalt, ja. Jetzt mal servieren. Arm Black Forest. Vier Stück. Nachtische Black Forest.
Guten Abend. Und vielen Dank für nur einen Punkt. Das essen die da unten im Süden doch bestimmt gerne. Da ist ja fast Türkei da unten, oder? So, wir können öffnen. Ah ja, perfekt. 100, 100, 100. Nur ein bisschen Obst. Ich mach auf, ne? Jo, lass auch machen. Ich mach schon mal den nächsten Teller fertig und dann mach ich das ganze Kram in den Backofen rein hier. Was war los mit Stuttgart heute? Die haben keine Lust, Bayern zu überholen. Ich hab gehört, die haben eine Unentschieden gespielt. Das Kai hat eben erzählt. Da hat die Hühner gesagt, ja, ist nicht. Ich glaube, das war es jetzt auch mit Stuttgarts Erfolgsserie für dieses Jahr. Ja, verlieren sie gegen Dortmund. Dann ist auf jeden Fall alles wieder hergestellt. Dann ist man ja direkt dran, ne? Ich hab den Typen hier den Teller also abkassiert und aber hab da kein Geld gekriegt. Was denn? Tja. Heidenheim unterschätzt, wa? 2-0 gefühlt gegen Heidenheim oder 3-2. Also zwei, und dann noch 3-3 gerettet, oder wie? Potz. Ich hab nur gesehen, einmal zwischendurch, dass es 2-1 stand. Und der Verlauf auch nicht gut. Einfach nur Konditor hier, ne? In der Konditorei. So. Das ist ein Dönerladen. Ja. Irgendwas ist leer von dir hier. Nö. Was denn? Diese Stäbchen zwei Kura-Stäbchen. Ich muss kurz in die Fritteuse. Was ist denn der Korb? Den Korb. Ach, da unten liegt der Korb. Hast du den hingeworfen? Ich hab keinen Korb geworfen, ne. Aber das V hat ja auch nur 1-1 wieder gespielt. Ja, hab ich im Radio gehört. Ja, den auch die ganze Zeit 1-0 geführt und dann... Pauli hat noch gerettet oder was? Ja, die haben mit 2-0 geführt und haben noch 2-1 gehabt. Die haben echt Glück gehabt, dass sie nicht 2-2 gespielt haben. Das war halt Paulis eh durch. Aber. Ja, aber Hamburg muss sich noch wieder richtig, richtig anstrengen, wenn sie noch Relegation schaffen wollen, ne? Weil die Düsseldorf oder wer war das da? Ja, die sind jetzt auf dem 4. Ja. Und Hamburg ist ein Punkt dahinter. Und Kiel hat ja jetzt auch 6 Punkte Vorsprung. Aber den falschen Knopf. Mit E. Ja. Aber ich glaube, die nehmen jetzt auch die sauberen Teller mit, die Vader. Ne, ich räume die ganze Zeit weg. Echt? So. Leer bei dir. Diese Zuckerbrache da. Mhm. Zufällig habe ich da noch ein paar Bleche vorbereitet.
So 1, 2. Himbeertorte, hier das teuerste Gericht, glaube ich, was wir auf der Karte haben. Dieses kleine Stück kostet einfach 2000. Ja, nur minimal übertrieben. Ja, fast Level 200, ne? Das ist krass. Als wir angefangen haben, waren wir irgendwas mit 170. Heute? Yes. Also, ja, gut, vorgestern. Ja. Nick. Doch. Ja, die Tage gehen ja auch nicht mehr voran. Ich schaffe an einem Abend noch so 3 Tage. Ja. Weil ich frage mich, ob das denn halt eben mit der Zeit so kommt. Dass das so lange dauert. Wenn das wirklich am Anfang jetzt auch schon so lange dauert, dann ist das ja echt total nervig, wenn der Tag dann gar nicht rumgeht, wenn du dann so wenig Kunden hast. Wenig Ostereier gab's heute. Reicht ja auch. Lücker kann nachher zufrieden sein, wenn sie Jeder werden. So, jetzt kannst du ja auch den Korb reinschmeißen. Witzig wäre tatsächlich echt, wenn Bayern nur Dritter oder Vierter wird oder so. Ich glaube nicht, dass sie noch alles verlieren da. Oh, hier ist noch einer. Aber man hat es ja auch echt gestern gegen Dortmund gemerkt, so, die haben sich ja überhaupt nicht angestrengt. Also ich glaube, das ist doch schon so ein bisschen in den Köpfen drin, so. Die Meisterschaft ist eh durch. Ja, wobei ich glaube, Dortmund aber auch gegen die Großen eigentlich immer ein bisschen besser gespielt hat, auch diese Saison. Und gerade in Bayern war man natürlich jetzt komplett, ich meine, da brauchst du. Das war das, was Kimmich auch schon sagte. Also normalerweise, ne, sollten die ein bisschen motivierter da gewesen sein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich dieses ein bisschen Psychologie, ne? Hätte Leverkusen verloren, hätte Bayern ja, gestern gewonnen. Ja. Kurz davor Leverkusen, ne? Denkst du, okay, Leverkusen lässt endlich mal Punkte. Und dann, ja, Mist, Leverkusen lässt noch keine Punkte, dann sollst du selber spielen. Hast sowieso im Hinterkopf, okay, an den, ne, ersten kommen sie eh nicht mehr ran. Zweiter werden wir wahrscheinlich relativ. Ja, dann werden wir wahrscheinlich. Also fehlt da wahrscheinlich die letzte Motivation einfach, die du brauchst in so einem Spiel. Black Force fragt noch wegen dem Update, ob das heute gekommen ist. Nee, keine Zeit. Nö. Ist Tag unterwegs. Morgen auch nochmal. Hier, die will Schuckerpere haben, ne? Die haut gleich ab. So, ich sehe das erst von hier. Das wird jetzt viel später angezeigt. Tresen. Siehst du das gar nicht, dass sie das haben wollte? Dann kriegst du jetzt hier die Premium Schokopäre. Oh, der Osterkorb ist gut voll. So. Musst du gerne mal deinen Hasenstall kaufen, ne? Was geht denn noch? Eine Butterspeise. So, Cupcake fehlt aber. Es sind noch 3 Nativkühltruhe hier. Wird einer gefragt jetzt. Ja, toll. Den nehme ich mal raus. Hätte nichts gedacht, wäre auch keiner gekommen. Ein Muffin. Zum Glück hat der BVB in Stuttgart, Leipzig und Bayern liegen vor uns. Wir können uns noch sicher mit dem Platz 3 qualifizieren für Champions League und hoffen, Stuttgart und Leipzig stehen hinter uns. Ja.
Ich auch so Feuerfighter. Glaubst du nicht, dass wir alle drei Spiele gewinnen? Also bei Leverkusen ist gut unentschieden. Leipzig sollte machbar sein. Stuttgart denke ich auch. Also unentschieden oder ein Sieg für Dortmund. Ein drittes Mal verlieren wir, glaube ich, nicht gegen Stuttgart in einer Saison. Das wäre. Gladbach sollte doch eigentlich auch ein Win sein. Also die sind ja momentan so schlecht drauf. Ja, gerade das ist das Problem. Dann werden sie erst bestimmt. Vor der Tür und will Hühnchenflügel haben. Das sieht man auch irgendwie ganz komisch. Ich muss 100 Teller waschen. Weiß nicht, ob wir die. Werde jetzt einfach mal sagen, dass ich mal nicht Teller wasche und ich mal Teller wasche hier. Weil es ist noch ein Archivmann, irgendwie 100 Teller waschen. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, das Archiv. Ja, du hast es ja mal im Single-Spiel schon mal gespielt, ne? Ich ja nicht. Star Restaurant. Peach Maximum Level of Fame in a Day. Haben wir 97 von 100. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das so hast du mal diese Sterne zusammengerechnet, die wir so haben? Weil irgendwie wird das bestimmt errechnet, oder nicht? Weiß ich nicht. Das kann sein, ja. Warte mal, was haben wir denn? 14, 27. Zum Speisekarte gucken, ne? 39. 50, 60, 69, 72, 79, 85 haben wir. Ach ne, warte mal, 85, 91. Ein Stück Himbeerkuchen. Die einfach immer durch die Theken laufen müssen, ne? Ach, der nächste will auch ein Stück Himbeerkuchen. Der Speise ist auch wieder leer. Ich glaube, Black Force, das hätte nur noch ein Punkt sein können. Nö, nee. Braucht man das keine Punkte nicht. Mein Wert. Ja, bald 400.000. Ich bin ja noch 600.000. Muss der Teller wieder gegenseitig weggeklaut hier? Keine Ahnung. Hier liegt Müll. Musst du das nicht auch machen? Ja, wo ist das denn? Ach, da vorne, ja, draußen. Das ist doch nicht draußen, das ist da drin. Wie lag das draußen vor der Eingangstür? Ja, ich hab's im Stream gesehen, weil die lag so anders. Bei mir lag hier unten rechts unter dem Aufschalter. Oder Zimmerschalter da. Oh, 200. Schmeiß den Teller hier mal runter. Ich glaube, wir beide versuchen den Teller zu greifen. Ich hab sie nur abkassiert. Mir hört er auch nicht mehr auf zu waschen. Er macht jetzt immer weiter Blubberblasen. Tellerwäscherback. Wow.
So, wie sind wir denn von den Leveln in der Speisekarte? Brauchen wir jetzt nochmal Cupcake am nächsten? Ja, Muffins brauchen wir auf jeden Fall noch weiterhin. Dann schmeiße ich mir das mal in die Rezepte da rein. Können wir neue Muffins backen. Schokolade, Zucker, Mehl, Ei. Mehl, Milch, Zucker, Butter, das ist ein anderer Teig. Butter, Sternfrucht, Milch. Mm. Meine Brezel sind, glaube ich, fast Max Level. Aber auch noch 4 Bleche. Schoko, Schoko. Ja, Zucker, Zucker. Lade, Zucker, Mehl und Ei. Portion. Da müssen wir wieder Ei kaufen bei Gelegenheit. Wieso, hier waren auch noch welche, hattest du doch gesagt. Ja, aber ich benutze ja gerade welche. Achso. Knetmaschine, Knetmaschine aus Rührschüsseln, Muffin zu Rührschüsseln hinzufügen, Butter, Sternfrucht, Milch, Knetmaschine, Muffin, Glasur. Schon irgendwas vorbereiten jetzt kochtechnisch oder? Nee. Nicht, dass du wieder erst nach Ladenschluss machst oder? Hast du noch alles für den nächsten Tag? Ja. Das war während des nächsten Tages machen. Julian Level. Jetzt habe ich schon wieder Tortenteig gemacht, wie dumm. Also die ganzen Vader, die Vader-Kolonne schafft eigentlich die Leute vorne fast alleine, glaube ich. Mhm. Ja, irgendwie dein Gelee wird gefragt. Wieder Speise nochmal, okay. Dann servieren wir das. So. Das jetzt irgendwie auslernen hier, der Rest schon. Ich gleich wieder Götterspeise für den nächsten Tag machen, glaube ich. Mm. Na, nur moin. Bei mir haben die echt alles leer gefressen, außer die Brezel bis jetzt. Einkaufen. Hier unten war noch welche im Kühlschrank. Eine, ne? Hier ist noch eine. Ja, ich brauch zwei.
Von mir ist jetzt alles leer gegessen. Also, hab nichts mehr zum Anbieten. Ausverkauft. Alles raus, ausverkauft. Oh. Da wird jetzt bestimmt noch irgendwas haben. Rätsel ist auch klar. Ah ja, ausnahmsweise. Was noch? Einmal Zucker soll da mit rein. Wie ist das Licht aus? Gitterspeise. Ich habe den falschen gedrückt. Genau. Gelatine, Zitronen, Zucker brauche ich noch. Wo kein Zucker mehr. Gut. Ja, Kellerspeise. Ich brauche, wie gesagt, ich muss nochmal einkaufen eigentlich. Na gut, dann kann ich auch noch kurz mal die Beine fertig machen, eine Portion. Noch Zucker. Brauchtest du noch Zitronen oder was? Mhm. Dann kannst du mir noch ein paar Zwiebeln und ein paar grüne Paprika mitbringen. Lass mal Zucker einkaufen gerade. Kannst du mir eine Zitrone mitnehmen, oder? Ja, ich bin gerade noch am Hühnerbeine braten. Komm nicht weg. Also, dann kann ich dir gleich welche mitbringen, ne? Ja, das geht los. Was brauchst du? Zwiebeln? Zwiebeln und grüne Paprika. Grüne Paprika. Hm? Grüne Paprika? Grüne Chili meinst du das? Ja, ja. Die rechts oben, glaube ich, im Regal. Das sind grüne Chilis. Und früher hießen die immer Paprika, dann haben sie die auch umbenannt. Gut, aber dann kommen wir in der nächsten Folge weiter, Leute. Ja. Ja gut, die Zitrone kommt als erstes raus, das ist schon mal gut. Kann ich mir ein Rezept fertig machen. Ich habe schon eingekauft davon. Ausreichend. Jetzt kommen hier noch Erdbeeren raus. Ja, davon brauche ich gleich welche. Das meinst du bestimmt als letztes eingekauft, oder? Muss mal reinschauen. Kannst du gar nicht hin. Orange war im Angebot. Mit Zwiebel. Thank you.
Taschen greifen will, die ganze Zeit im Weg rumlungerst. Hilfe! Na gut. Gut, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank und tschüss. Tschüss.